Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von StarCraft 2 Legacy of the Void. Mit mir am Start ist der Peter. Hi Trollo, hi Leute. Hoi hoi. Und wir sind natürlich wieder in den Koop-Missionen. So, Aufgabe heute, Schloss und Riegel. Das ist die letzte Koop-Mission, die es jetzt gibt. Ich würde sagen, die zocken wir jetzt noch in der Konstellation, die ihr bisher kennt, also als Rainer und Vodazoon. Und danach fangen wir die Geschichte, glaube ich, nochmal von vorne an. Und ich spiele dann Karax und du? Ja, Kerrigan oder Artanis. Mal schauen. Mal schauen. Ja, Zagara, das tue ich den Leuten jetzt nicht an. Das zocke ich nicht. Die ja, ich bin ja hier eher Nebendarsteller. Daher kann ich mir auch Zerg antun. Nebendarsteller, du bist gut. Ja, Aufstieg weiß ich gar nicht, ob es irgendwelche gab seit dem letzten Mal. Waffenlager-Upgrades habe ich erhalten. Mhm. Erhöht Fahrzeuge und Lufteinheiten um 1, also Angriffsreichweite. Okay, ja, easy, cool. So, ja, ich würde sagen, Schloss und Riegel. Legen wir los, oder? Breit. Ah, bam, 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 bam. Mal schauen, ob sie die Mission jetzt in sich hat. Also am schwierigsten, glaube ich, fand ich jetzt die letzte Mission, die wir hatten. Die mit, na sag schon, wo es um Zeit ging. Die vorangegangene, meinst du? Ja, hier geht es scheinbar jetzt auch um Zeit. Verhindern Sie, dass Schlösser überladen werden. Okay. Los geht's. Los geht's. Gibt's noch irgendeine Einleitung? Ein bisschen Blabla vielleicht noch? Ah. Ihr seid gerade rechtzeitig eingetroffen. Armon verfolgt einen teuflischen Plan. Er möchte Ulna durch die Überladung seiner Stellarschlösser zerstören. Es gibt nur einen Weg, ihn aufzuhalten. Wir müssen alle 5 Schlösser aktivieren. Dazu müssen Einheiten aus beiden Armeen anwesend sein. Okay, klar soweit. Du und ich gleichzeitig bei den Schlössern. Und wir haben Zerg als Gegner. Lupi. Wenn ich das richtig sehe, weil ich glaube, ich sehe bei den Schlössern Schleim. Echt? Ja. Ja. Hm? Ja, sieht so aus. Ja. Aber gut, gegen Zerg habe ich jetzt persönlich eh nichts. Das sind eigentlich meine Lieblingsgegner, ich weiß nicht. Da gehen meine Klingen irgendwie besser durch. Ja, ich weiß nicht. Ich wollte eigentlich mit Marine wieder spielen. Aha. Ich fand es beim letzten Mal ziemlich cool. Und da ist Zerg, glaube ich. Ja. Die führen, glaube ich, die verheerendsten Schäden an meinen Marines an. Meinst? Ich glaube schon. Alternativtaktik? Masse. Das ist natürlich eine Taktik. Masse statt Klasse. So wie man es gerne hat. Ich nehme einfach viele unerfahrene Soldaten. Viele Redshirts. Quasi. So, wir haben hier auf jeden Fall einen Haupteingang, sehe ich. Da unten ist noch eine Nebenbasis, aber die schaut irgendwie jetzt so von Anfang an nicht so wirklich defbar aus. Daher mache ich jetzt hier einfach mal im Haupteingang ein bisschen. Und dann schauen wir mal, vielleicht holen wir sie uns danach, die Nebenbasis, oder eben halt nicht. Ja, die kannst du dir holen, wenn du magst. Ich schieß dann von oben mit den Tanks auf deine Sonden. Das ist nett. Das ist sehr, sehr nett von dir. Ist cool, dass man so einen Verbündeten dabei hat. Dass, ich meine, sonst wäre das Spiel zu leicht. Das muss ja, man, ich denke auch. Du brauchst noch eine Herausforderung. Definitiv, definitiv. Okay. Bin gespannt, wie viel Zeit wir haben. Bevor der anfängt, die Schlösser zu überladen, wo sich die Frage stellt, wie man ein Schloss überlädt, gell? Oh ja, sind Protoss-Schlösser. Ach so, die kann man überladen. Das sind überladbare. So. Ich glaube, so eine Mission gab es auch in der Kampagne. Mit den Schlössern, wenn ich mich recht erinnere. Und da konnte man die sich auch zurückcapturen. Das heißt, wir sollten vielleicht auch ein bisschen Defense dann dort stehen lassen. Okay. Ah ja, ich habe ja diesen geilen Rückruf jetzt. Ich glaube, den habe ich schon im letzten Part mal hergenommen, gell? Ja. Der ist richtig geil. Okay, ich sehe was Rotes auf der Minimap.
Banshee wäre bereit. Nice. So, Upgrades für die Depots geht rein, damit sie mit Kanonen ausgestattet werden. Doppelt nice. Und ich brauche Kasernen. Kasernen? Ich brauche eigentlich auch Geld. Geld brauche ich auch. Also, und Mineralien. Mineralien brauche ich auch, aber Geld brauche ich immer. Geld könnt ihr. Könnt ihr mir päckchenweise zuschicken, wenn ihr zu viel habt. Ein Stellarschloss droht in Armons Hände zu fallen. Ach, wenn super. Wir nichts unternehmen, wird es anfangen, wenn ich war der Gegner stabilisiert. Als wir. In der Tat. Ein Adjutant hat das Gebiet markiert. Nehmen wir es ein. Okay. Hast dein du? Let's Play, was tust du? Ich würde jetzt sagen, ich zock ja mit dir und ich wollte dir auch ein bisschen die Chance geben, dich hier zu profilieren. Also leg mal los. Ja. Armons nee. Anhänger haben die Kontrolle über ein Stellarschloss übernommen. Ihr müsst es zurückerobern, bevor es überlädt. Okay. Hast du schon irgendwas? Ein paar Marines. Okay, das sind schon mal ein paar Marines mehr als ich. Ich habe eine Drohne zu viel gebaut, Gott verdammte Scheiße. Was hast du? Eine Drohne zu viel, eine Sonde zu viel gebaut. Ah ja, kann man immer brauchen. Schick sie hoch. Vielleicht kann sie kämpfen. Meinst du? Meinst du, das ist eine Kampfdrohne? So. Ja, bald kann ich was bauen. Der nimmt ja relativ langsam ein. Ist erst bei 2,7%. Das ist okay. Ich denke mal, das wird immer resettet, wenn man das Ding captured. Ja, da unten stehen schon die Zerklinge vor unserer Haustür. Ach, verdammt. Sieht aus, als hätten wir es mit den Zerg zu tun. Ja, die greifen mich an. Die schießen auf mich. Oh mein Gott. Keine freundlichen Zerklinge. Wie kann das denn sein? Das hat man ja noch nie gehört. Oh, wo ist denn hier dein? Ach komm, ernsthaft. Also ich könnte. Ja, also ich könnte jetzt. Ich würde sagen, wir müssten da mal was tun. Ja, würde ich auch sagen. Geht's dann mal hoch. Ja, geh mal hoch und zur Not hole ich mir die. Banshees. Die Banshees und die Hyperion. Ja, geh mal hoch. Aber ich nehme jetzt noch den Doktor mit, der hat so eine sexy Stimme. Der Feind hat ein Schloss eingenommen. Die Rückeroberung hat oberste Priorität. Okay, das ist jetzt sehr uncool. Sobald du oben bist, unterstütze ich dich, damit der Schatten war. Aber es wäre jetzt sinnlos, die jetzt hier schon zu herbeizurufen. Wegen Zeitlimit. Eben. Wo geht's denn da rein? Keine Ahnung. Oh nee, das ist schleimig. Okay, ja, das war jetzt easy. Euer Verbündeter muss anwesend sein. Du wirst gebraucht. Ja, ich bin schon da. Anwesenheit wird erwünscht. Ist klar, meine Anwesenheit wird immer erwünscht. Würdest du bitte hier bleiben? Mit dem Banshee ist jetzt direkt weiter. Ja, super. Die sind ja zeitlich begrenzt. Ja. Oh nee, da sind diese. Ein Xenaga-Konstrukt wurde von Amons leeren Energie korrumpiert. Es wäre ein Akt der Barmherzigkeit, es zu zerstören. Okay. Wie barmherzig bist du heute? Ja, ziemlich barmherzig. Du? Nicht so sehr, aber ich schätze, ich werde nicht gefragt. Ach so, ja. Oh nee, was denn hier? Ja, das ist die Zusatzmission, hast du gesehen? Ah, okay. Das ist das Ding. Ja. Das barmherzige Ding. Das barmherzige Ding. Hier geht's ganz schön ab und irgendwie schießen meine Verbündeten nicht, aber die Gegner hingegen schon. Das ist geplant. Ich würde noch gern meinen Ausgangspunkt hochsetzen. Sie werden es bald erobert haben. Wieso habe ich einen dunklen Aachen, Gottverdammte Scheiße? Ich habe einen dunklen Archon. Wann habe ich den denn gemacht? Stolz? Ja, nein, nicht wirklich. Oh nein, ich brauche Depots und Upgrades. Also irgendwie, sind die gerade echt flotter als wir. Oder bilde ich mir das ein? Ja, dann gehen wir jetzt da nach links oder wo gehen wir hin? Nach links würde ich jetzt nicht sagen, eher nach oben oder rechts würde ich jetzt eher mal. Ich meine oben links. Ja, gehen wir zu dem. Da ist irgendwas vergiftet. Irgendwas vergiftet hier. Ja, das Ding da oben. Schaut aus wie du.
Wieso schaut das aus wie ich? Ich glaube nicht, Tim. Okay. Alte Schwede. Ich hab mal Hilfe in der Seite. Ja, finde ich gut. Ich hab mal Pause gemacht. Der Gegner hat ein Stellarschloss eingenommen. Alter. Wir müssen es zurückerobern. Du bist zu langsam. Der ist echt flott. Die Anwesenheit eures Verbündeten ist für die Einnahme des Ziels erforderlich. Aber irgendwie ist der irgendwie echt flott. Und ich glaube, wir werden jetzt auch noch geartet. Ach ja, Tanks wollte ich bauen. Ach, wir wollten auch noch das. Dieses komische Ding da kaputt machen. Ja. Dieses Artefakt. Zur ja. Vollständigen Kontrolle über die Stellarschlösser getan. Dieser Sieg ist der unsere. So schaut's aus. Wir werden angegriffen. Ja, hast du da was? Ich weiß nicht. Ich mach mal einen Rückruf. War jetzt zwar kein wirklich erfolgreicher Rückruf, aber ein bisschen was. Sind meine Einheiten? Ja, sind ein bisschen verteilt. Ja, was machen wir jetzt? Sind wir jetzt erstmal barmherzig? Ja, ich würde sagen, das Dreieck da oben, dann gehen wir nach rechts. Ich meine, viele Einheiten haben wir jetzt hier gerade nicht. Okay, dann also komm. Also ich nicht. Ja, ich komm mal zu dir. Bleib mal da stehen, wo du bist. Oder wohin gehst du? Gehen wir nicht zum Dreieck, oder? Doch, ich würde gerne aber noch ein paar Einheiten mitnehmen. Ach so. Dann warte, dann spawn ich mir auch. Ich bringe sie hoch. Jetzt hakt's bei Weil mir. Weil das hat keinen Sinn. Jetzt hakt's bei mir echt an den Pylon. Ich glaub's nicht. Wir dürfen nicht zulassen, dass Amons Truppen dieses Schloss in Besitz nehmen. Also, der ist echt flott in dem Game. Muss ich echt sagen. Ja, der also. Ist total schnell. Oder gehen wir erst nach rechts? Nee, machen wir jetzt das. Ja, oder können wir auch machen. Weil das ist ja doch irgendwie primär. Ja. Hol mir dann die Banshees, glaube ich. Amons Diener haben ein Schloss für ihren Meister erobert. Ey, das ist echt heftig. Das ist echt heftig, was sie hier treibt. Wobei, das ging jetzt sogar. Ja, aber es war echt viel. Ja, er war halt vor allem verdammt flott, gell? Kick die Banshees nach oben. Ja. Okay, nehmen wir das Ding ein, würde ich sagen. Ja, das ist noch ein Wächter. Ja, den kann ich leider nicht. Euer Verbündeter muss anwesend sein, damit wir das Ziel einnehmen können. Ich glaube, wir nehmen es jetzt schon ein, ja. Ach. Ja. Leider geht noch abgefeuert. Ja, ich würde jetzt sagen, jetzt holen wir uns aber nichtsdestotrotz erstmal die Barmherzigkeit. Ja. In der Mitte geht's ab. Drei Schlösser aktiviert. Wenn es uns gelingt, die zwei Verbliebenen zu sichern, haben wir Ulna gerettet. Ach so, ja, bleiben wir hier stehen erstmal. Ne, geh mal hoch. Zeitstillstand einsatzbereit. In der Mitte geht's auch schon wieder. Ja, irgendwie. Aber das ist egal. Da hatte ich was geportet und du hattest noch ein bisschen was. Ein paar Türme stehen auch dort. Das ist okay, das kriegen wir hin. Das läuft. Ja, gehen wir weiter, oder? Ein Moment, ich befülle meine Bauliste mit Marines. Okay. Und das Maschinendock muss upgraden. Okay. Ja. Und vielleicht noch Versorgungsdepot und jetzt bin ich soweit. Alles klar, auf. Soll ich die Einheiten aus der Mitte auch noch mitnehmen oder gehen wir so? Nee, gehen wir so wie wir sind, oder? Ich bin lediglich ein Schatten.
kriegen wir jetzt schon hin. Wie viele haben wir noch? Zwei? Zwei, ja. Und die sind alle schon in feindlicher Hand. Ja. Der Sack hat es jetzt hier ganz schön versteckt. Boah. Der hat mich ganz schön dezimiert. Das Konstrukt wurde. Alter Schwede. Wir werden nicht zulassen, dass der dunkle Gott die Arbeit des Selnagers verdammt. Bleib mal stehen. Fast schon zu einfach. Lass uns hier ein bisschen kuscheln. So, komme ich hier mit dem Teil. So, wir sind jetzt in der Mitte. Hast gesehen, oder? Ja, dann nächstes Ziel. Geh mal links. Links? Ja. Was? Ja, ich gehe nicht nur hier runter, damit ich dir nicht im Weg stehe. Gut. Dann gehen wir rein, oder? Wo geht's denn da hin? Ah, hier. Ich sehe Schleim. Schleim ist gut. Schleim ist ein gutes Zeichen. Diesen Belagerungspanzer, was macht denn der hier? Bleibt hier. Ist für die Einnahme des Ziels erforderlich. Okay, läuft. Ein Stellarschloss droht, dem Feind in die Hände zu fallen. Da ist ja noch eins. Ey, fuck, der nimmt eins ein, was uns gehört hat. Oh. Ich schicke die Hyperion dahin. Ich glaube, es wird Zeit für die Hyperion. Perfekt. Passt, oder? Super. Haben wir das andere mit? Welches? Ah, fast. Das sind vier. Fünf Schlösser befinden sich in unserer Hand. Es verbleibt nur noch eines. Dann gehen wir zu dem letzten. Ja, würde ich auch sagen. Auf. Falls dein Hyperion bis dahin nicht schon selber durch ist. Die Hyperion steht unter schwerem Beschuss. Ich glaube, das bildet sie sich nur ein. Ach ja. Okay, das war jetzt eher ein kalter. Kommst mal in das Feld rein. Bin schon da. Perfekt. Das war jetzt. Ich hab schnell einen Overlord platt gemacht. Und da hinten machst du einen Turm platt. Euer Verbündeter muss anwesend sein, damit wir das Ziel einnehmen können. Ja. Du bist nicht so richtig. Wir müssen weitermachen. Okay, das Gebiet gehört uns. Alle fünf Stellarschlösser wurden aktiviert. Damit hat Amon keine Möglichkeit mehr, ihre Energie umzuleiten. Gute Arbeit. Ulna ist gerettet. Okay, das habe ich mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schwerer vorgestellt. Ja, oh. Ulna. Umsonst Bier und Cocktails oder so. Wäre eine Idee. Oder Blackjack und Nutten. Ja, man nimmt, was man kriegt. Ja, cool. Das war jetzt aber, also wie gesagt, ich habe mir das jetzt echt stressiger vorgestellt. Ich denke mal, auf einem höheren Schwierigkeitsgrad wird die Zeit schneller vergehen. Wenn die einnehmen. Das war jetzt die letzte Mission, oder? Das war jetzt die letzte Mission. Ja, verdammt. Warum? Beim nächsten Upgrade stehen mir orbitale Depots zur Verfügung. Das ist schön, dass sie dir dann da zur Verfügung stehen. Jetzt können sie dir egal sein, oder? Ja, jetzt ist es irgendwie too late. Oh Mann. Okay, ich würde sagen, also beim nächsten Mal fangen wir wieder von vorne an. Ich dann als Kardax und du als... Wir werden sehen. Und ja, ich würde sagen, reicht für heute, oder? Ist noch irgendwas zu melden? Nee. Hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Vielen Dank für deine Anwesenheit. Danke, auch. Hat mir gut gefallen, das Match. Ja, war cool. Hat Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, wir beide sehen uns nachher. Ihr da draußen, wir sehen uns im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zugucken. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare. Und wenn ihr schon dabei seid, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao. Adios.